Großer Andrang beim Wissenschaftsmarkt, vor allem in Zell 2. Hier präsentieren sich die Naturwissenschaften. Chemie und Biologie sind besonders gefragt. Denn selbstständig Versuche durchzuführen, freut das Forscherherz. An einem Stand kann man seine eigene DNA-Probe gewinnen. An einem anderen sehen, wie sich auf zauberhafte Weise eine blaue Flüssigkeit in eine klare verwandelt. Erstmals präsentieren sich auch die Chemieverbände Rheinland-Pfalz. Beim Glücksraddrehen kann jeder gewinnen. Als Hauptpreis gibt es ein individuelles Bewerbungstraining. Schließlich will man den Nachwuchs fördern. Chemie ist Naturwissenschaft und Industrie zugleich. Und das heißt, die Chemie hat viele Gesichter, viel mehr als landläufig angenommen. Aber Chemie, interessiert das überhaupt? Ein bisschen so mit, wenn was qualmt und zischt und brodelt. Interessant, weil es eigentlich immer was Neues gibt. Also es gibt viel zu entdecken halt einfach. Versuche zu machen, was rauszufinden. Dass man halt viel Sachen irgendwie mischen kann. Chemie. Viele Experimente, lustige Experimente. Die Wissenschaften rücken zusammen. Gerade für moderne Technologien ist vernetztes Denken gefragt, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Max-Planck-Institut für Polymerforschung zeigt im Kleinen, wie eine Solarzelle funktioniert. In der Botanik geht es heute auch um den effizientesten Biokraftstoff. Nur gemeinsam kann man die Herausforderungen der Zukunft meistern. Die Chemie ist hierfür eine entscheidende Schlüsseltechnologie, ohne die nichts mehr läuft. Veraltete Ansichten gilt es zu überwinden. Die meisten kennen Chemie aus dem Unterricht und verbinden dann mit der Chemie diesen Beruf, Chemielaborant, vielleicht noch Chemikant. Aber sie denken nicht den nächsten Schritt, sie denken nicht daran, dass wir eine Industrie sind, die auch andere Berufszweige zu bieten hat. Den Bankkaufmann, den IT-Elektroniker bis hin zur Gastronomin. Die Chemiebranche in Rheinland-Pfalz bildet in über 50 Berufen aus. Und diese finden sich nicht allein in den Naturwissenschaften, sondern in der IT genauso wie im kaufmännischen Bereich oder der Technik. Eines haben sie aber alle gemeinsam. Jeder hat eine Perspektive, jeder hat Chancen, hier letztendlich eine Ausbildung zu machen, einen Beruf zu ergreifen, der zukunftssicher ist. Zukunftssichere Berufe, das bieten nur wenige. Heute bereits ist die Chemiebranche der größte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz und mit 30% am verarbeitenden Gewerbe die wichtigste Industrie. Hier öffnen sich Karrierewege auch für Kaufleute, Informatiker und Mechatroniker. An der Fotowand der Chemieverbände Rheinland-Pfalz werden Forscher des Alltags gesucht. Und die dürfen ruhig auch mal eine Grimasse schneiden, denn für innovative Ideen braucht die Branche freie Geister, die Lust haben, Neues auszuprobieren. Insgesamt kamen rund 1500 Besucher zum Stand der Chemieverbände Rheinland-Pfalz, informierten sich über vielfältige Ausbildungsberufe und erlebten Wissenschaft zum Anfassen. Die Chemie hat eben viele Gesichter.